Wir sind Daniel und Rieke und zusammen mit unserem Van Rusty begeben wir uns auf ein Abenteuer durch Europa. Hallo zusammen! Wir sind Rieke und Daniel, wer uns noch nicht kennt. Wir haben zusammen mit Freidank Van eine Challenge angenommen, wer die beste Pizza von uns macht. Genau, und das wird diesmal ein ganz anderes Video, als wir sonst bisher gemacht haben. Genau. Denn sonst sieht man eher, wie wir was erleben und Abenteuer machen und ja. Ja, und heute seht ihr, wie wir die weltbeste Pizza im Van machen. Freidank Van kennen wir eigentlich nur von Instagram. Wir haben die beiden eigentlich noch nie gesehen. Die beiden sind Jasmin und Yannick. Die sind gerade unterwegs in Schweden. Mhm. Und ja, wer gerne mal ein bisschen Schweden-Content sehen möchte, kann ihnen gerne bei YouTube und Instagram folgen. Genau. Freidank Van. Genau, richtig. Ja, fürs Kochen bin ich bei uns zuständig, also werde ich auch größtenteils die Pizza machen. Meine Frau wird die Kamera halten. Und ich bin Assistenz, wie immer. Genau, wie immer. Wir kochen in unserem Van rein elektrisch. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach mit 1050 Watt Nennleistung, 400 Amperestunden Lithium-Batterien, 3000 Watt Spannungswandler. Ja, haben ein Induktionskochfeld, einen kleinen Backofen, den wir mit haben, und unseren Monsieur Cuisine. Dann haben wir noch einen Toaster mit, Waffeleisen, Kaffeemaschine, Wasserkocher. Ja. Alles, was das Herz begehrt. Alles, was das Herz begehrt, ist halt voll Glamping. Ja, mal schauen, wie Freidank Van ihre Pizza macht. Könnt es dann ja in dem Video sehen. Und Good dann luck. Am Ende müsst ihr dann noch abstimmen, wer die optisch bessere Pizza gemacht hat. Natürlich müsst ihr für uns stimmen. Man muss dazu sagen, Freidank Van kocht anders als wir. Sie haben einen Spirituskocher und einen Omnia-Ofen und das ist natürlich ganz anderes Kochen dann. Ja. Aber für viele andere Vanlifer ist das die übliche Lösung, um halt eine Pizza zu machen, weil die wenigsten wollen, glaube ich, so viel in die Elektrik investieren. Unterm Strich hat es eigentlich gar nicht so viel mehr gekostet, aber ja, ein bisschen mehr kostet schon. Dafür sind wir autark, solange die Sonne scheint. Bisher war es auch immer in Ordnung und wir sind auch immer da, wo die Sonne ist. Wollen in Griechenland überwintern. Mal schauen, wie es wird. Ja. Ja, genau. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir unseren Sprinter ausgebaut haben, dazu gibt es ja auch schon ein Video zum Sprinterausbau, könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Genau. Cool Vidra und werden hier heute die Pizza backen. Leider bei nicht ganz so gutem Wetter, aber naja, es ziehen jetzt immer wieder Regenschauer durch, Gewitter, aber unsere Speicher sind voll, wir können erstmal genug Pizza backen. Wir stehen hier mitten im Wald, so wie sich das gehört. Ja. Ja, ich bin faul. Ich knete den Teig nicht von Hand. Ich lasse es von unserem Mund ziehen. Ja, braucht immer ein bisschen, um hochzufahren. Wir nehmen natürlich frische Hefe. Einen ganzen Würfel. Zerbrösel.
eine integrierte Waage. Man darf sich nur nicht bewegen, währenddessen man wiegt. Genau. Keiner im Van. Obwohl gerade geht es. Wir stehen ziemlich gerade. Das geht. Ja. Ich mache immer so frei nach Schnauze. Ja, 50 Gramm Olivenöl passt ungefähr. Und noch einmal auf Tara. Dann. Gramm Wasser. Dann noch ein wenig Salz rein. Und dann noch ein bisschen Zucker rein, damit sich die Hefe freut, damit sie vernünftig aufgehen kann. Das Ganze lasse ich jetzt mal ungefähr bei 5 Minuten ein bisschen warm werden, 37 Grad. Ist für Ungeduldige, für mich, dann geht die Hefe schneller oder geht der Hefeteig schneller auf. Tomatensoße mache ich auch schon mal fertig. Kann die auch schon mal ein bisschen durchziehen. Pfeffer rein. Noch ein bisschen Salz. Noch ein bisschen Tomatenmark zum Andicken. Machen wir in die Pizzasoße noch ein paar italienische Kräuter. Dann kommt alles in den Mixer. Und fertig ist unsere Tomatensoße. Jetzt fängt es wieder an zu regnen draußen. Naja, was soll's. Was macht der da? Der guckt so komisch. Wir stehen ja nur im Wald. Naja. Egal. So, wie man sehen kann, die Hefe ist im vollen Gange. Es blubbert schon schön. So. 500 Gramm Mehl müssen rein. Wir haben jetzt hier Typ 000. Wichtig bei im Pizzateig ist, dass man Mehl mit einem Proteingehalt von über 10 Gramm auf 100 Gramm nimmt. Das Mehl hat jetzt 10,7 Gramm pro 100 Gramm, ist damit gut geeignet. So, dann gibt es hier ein Automatikprogramm fürs Kneten. Das lassen wir jetzt mal durchlaufen. Au revoir. Et voilà. Und fertig ist unser Pizzateig. Muss jetzt noch von Hand. Schön. Ja. So, von Hand noch ein wenig kneten, dass er auch eine schöne Form hat, der Teigklumpen. Ist jetzt auch handwarm, der Teig.
wenn ihr Lust auf mehr Reisecontent mit uns habt und ja, auf spannende Abenteuer, die wir noch erleben werden, dann folgt doch gerne unserem Kanal und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Ich glaube auch, ein weiterer Vorteil von dem Mehl, was wir jetzt haben, mit dem hohen Eiweißgehalt ist, dass sich der Teig nicht wieder so in die Form zurückformt. Heißt, wenn er einmal gut ausgeformt ist, bleibt er doch relativ gut in seiner Form erhalten. So, wie spät ist das? Anfang? Backen? Ja. Oh, dann Abmarsch. Ofen, volle Stufe, so heiß wie es geht, vorheizen. Naschen. Wenn jemand kocht und Hunger hat, ist er selber schuld. Jetzt kommt der gute Mozzarella. So, der Ofen ist soweit. Die erste Ladung geht rein. Ihr könnt gespannt sein, wie es nachher aussieht. Ah! So, für den einen oder anderen mag das Blech jetzt ein bisschen zu voll sein, aber für uns optimal. Ab damit in den Ofen! Ab in den Ofen damit! Nehmen ab. Zur Pizza, italienischen Abend, gibt es auch noch ein Weinchen dabei. Griechischen Wein. Leider nur aus Plastikgläsern, aus Gewichtsgründen, aber naja. Also ist das halt, wenn man im Van lebt, muss man ein bisschen Gewicht sparen. Prost, das schön. Prost. Kurzer Check, wie weit es ist. Ja, ein kleines bisschen kann sie noch. Mal gucken. So, es ist angerichtet. Formidable. Sieht schon geil aus, oder? Ja, wir sehen können, der Pizzaboden auch schön braun. Ist doch sehr schön geworden.
Lecker, lecker. Ja, und wie ich vorhin schon erwähnt, ein bisschen. Für den kulinarischen Kick. Für den kulinarischen Kick. Das erste Stück mit Barbecue-Soße, das zweite nicht mehr. Leider haben wir keine Basilikumblätter mehr. Hätte das Ganze auch noch mal ein bisschen optisch schöner gemacht, aber ich hoffe, ihr werdet trotzdem für uns stimmen, obwohl wir keine Basilikumblätter haben. Ja, dann guten Appetit, mein Schatz. Guten Appetit. Ja. Nom nom nom. So. Nom nom. Geschmackstest. Ja. Haben wir zwar schon öfter gehabt, aber. Ja, sonst hätten wir. Ich meine, es ist ja immerhin eine Challenge. Und unsere Pizza schmeckt eh viel besser. Genau. Mmh. Halt. Und was gibst du denn an Pizza? Ich denke, eine 10 von 10 ist es schon. Ja. Vielleicht auch eine 11 von 10. Ich kann ja noch eine Challenge machen. Der Gewinner in der Abstimmung muss dem Verlierer einen ausgeben. Ja, was denn? Pizza. Pizza, das ist ja eine Challenge. Ja. Wenn wir uns irgendwann mal treffen, persönlich? Persönlich, dann. Ja. Muss der Gewinner eine Pizza machen. So sieht's aus. Der Gewinner? Der Gewinner. Achso. Ja. Auf. Wenn euch das passt, können wir das gern machen. Wir sind schon wirklich sehr gespannt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich glaube, ihr werdet auch ein bisschen Spaß haben, wenn ihr unser Video schaut. Ja. Ich denke, Spaß werden wir haben, wenn wir deren Video anschauen. Und ihr, glaube ich, auch, weil was wir so mitbekommen haben, waren sie ein wenig ja, planloser unterwegs. Wir sind ja schon ja, Profis darin. Ein bisschen routinierter. Routinierter. Weil wir den Backofen schon öfter ausprobiert haben. Den Backofen habe ich seit 2014, seitdem ich im Harz bin. Oder seitdem ich den Camping, den Stellplatz im Harz habe. Hab ja während des Studiums im Wohnwagen gewohnt, 4 Jahre. War auch eine ziemlich geile Zeit. Kann ich nur jedem empfehlen, auf dem Campingplatz während des Studiums zu wohnen. Ja. So. Jetzt. Ups, das ist ein Stückchen. Damit der Teller wieder frei ist, wird das andere für die andere Pizza. Und auch die zweite Pizza ist fertig. Formiable. Sieht richtig geil aus, oder? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir werden gleich abspülen und danach noch eine Folge Netflix schauen, ein Bierchen trinken, rausgehen. Können wir wahrscheinlich nicht mehr. Die Regenfront, die ist da und bleibt, wo sie ist. Genau. Tschüss. Tschüss, bis bald. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Hallo zusammen. Jetzt Piano. Hallo zusammen. Ich habe... Alter Mann! Lass die Pfoten da weg. Was mach jetzt Piano? Oh, mein Knie tut jetzt schon weh. Ja. So, ich mach dann so. Oder ich schmeiß das so hoch. Kriegst du es hin? Nee.